gedacht, dass wir es schaffen. Ich hatte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Arbos und Finna warten bestimmt schon. Kommt, ihr Lager ist nicht weit. Finna und Arbos haben ihr Lager in den alten Feyenruinen nördlich des Dorfes in der Nähe meines Lagers. Man sieht sich. Was ist denn das? Unser kleiner Egan hat eine Freundin gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Vor dem Krieg haben wir Rathier von innen heraus geplündert. Wir waren dabei so erfolgreich, dass die Kriegsgeweihten sogar Kopfgelder auf uns ausgesetzt hatten. Sie waren nicht hoch, aber doch hoch genug, um stolz darauf zu sein. Doch leider hat alles Gute auch irgendwann ein Ende. Als der Krieg so viele andere zu Banditen machte, waren wir gezwungen, hierher zu kommen. Wenn ihr mich fragt, war es so das Beste. Ein reizender Junge, wenn auch etwas einfältig. Mein Bruder und ich mögen die Ahnungslosen und Übereifrigen. Er hätte noch so viel mehr für uns getan, wenn ihr nicht gewesen wärt. Der Legende nach verleiht der Schleier seinem Träger sonderbare Fähigkeiten. Feienfähigkeiten. Ihr könnt euch also vorstellen, warum mein Bruder und ich neugierig darauf sind. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feie gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Verflucht? Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Ich wusste es nicht, woher auch. Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell? Kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Man sieht sich. Oh,
Hoffentlich seid ihr klüger als der arme Egan. Aber so wie ihr ausseht, eher nicht. Ich fürchte, der arme Kerl kümmert mich nicht genug, um eine Meinung über ihn zu haben. Er taucht kurz in meinen Gedanken auf und verschwindet wieder, ohne sich einzuprägen. Genau solche Narren, die keinerlei Eindruck hinterlassen, sind meist am nützlichsten. Zwischen meiner Zwillingsschwester und mir besteht eine äußerst enge Verbindung. Das erlaubt uns ein reibungsloses Arbeiten, ohne uns beraten zu müssen. Lebt wohl! Schluss mit dieser Unterdrückung! Schluss mit den Lügen! Kommt, Schluss mit der spirituellen... Überheblichkeit und dem Anspruch auf Überlegenheit! Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht! Obwohl... Eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte, und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Dann lebt wohl. Ja, bei Mitaru. Egan ist wieder da. Was euch betrifft... Ihr habt meiner Bitte Folge geleistet, und dafür ist euch St. Otwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache, denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Wir haben es allein der Gnade Mitarus zu verdanken, dass Egan zu uns zurückgekehrt ist. Und natürlich hattet auch ihr euren Anteil an diesem Wunder. Die Wege der Obrigkeit sind mannigfaltig. Euch einen Stuhl, Fremde. Wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, reißt euch kein Loch in die Tasche. Seid ihr wegen dieses Feinmädchens hier, das sie da draußen gefunden haben? Ich fühle mich schrecklich wegen dem, was diesem Mädchen zugestoßen ist. Gorhard war immer ein nettes, kleines Dorf. Doch dieser Tage stürzen wir uns auf jeden Schatten, der sich bewegt.
Meister Zelda ist verrückt. Die Zeiten sind schwer. Doch schwere Zeiten können lohnend sein, wenn man kein Risiko scheut. Wenn ihr das Schwert und den Mumm für Arbeit wie diese habt, könnten wir bei den Kriegsgeweihten einen weiteren starken Arm brauchen. Es ist ziemlich friedlich, wenn einem Ruhe und Frieden gefallen. Hier und da ein paar Probleme mit Banditen und Schurken. Dann rufen sie mich. Das bin ich. Ich war schon ein Kriegsgeweihter, als ihr noch nicht mal geboren wart. Und bin schon beinahe ebenso lang eine Eidklinge. Ganz ruhig, Grünschnabel. Verdient euch jetzt erstmal den Aufstieg zur Schildverpflichteten. Dann könnt ihr es nach 5 oder 10 Jahren treuer Dienste vielleicht bis zur Eidklinge schaffen. Im Osten herrscht Krieg. Und Dalentard hat seine eigenen Sorgen. Dank der Diebe der Roten Legion. Manche sagen, sie hätten in dieser Gegend Tuatha gesehen. Narren, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Unter welchem Felsen habt ihr denn gehaust? Wir liegen seit 15 Jahren mit den Tuatha im Krieg. Sie sind anders als alle Feien, die ihr je gesehen habt. Rote Augen, passend zu ihren roten Rüstungen. Und wild wie tollwütige Wölfe. Feien sind ähnlich wie wir, aber nicht sterblich. Sie scheren sich nicht um dieselben Dinge wie wir Sterblichen. Manch einer versucht vielleicht, es mit schmucken Worten zu beschönigen, doch wir sind Söldner, die Besten in diesen Landen. Ihr werdet erkennen, dass jene, die den Eid geleistet haben, in ganz Amalur höchsten Respekt genießen. Denkt, so ihr denn müsst. Wenn ich nicht hier bin, könntet ihr euer Glück beim alten Tine in der Schildringfeste auch ohne meine Empfehlung versuchen. Er hat immer Arbeit. Ihr könnt ein Gesuch zur Aufnahme in unseren Orden stellen. Oder ihr könnt weiterziehen und mich denkt, so ihr denn müsst. Wenn ich nicht hier... Willkommen, willkommen. Hallo. Ich bin Katrin. Benötigt ihr meine Heilkunst für euren Verstand, euren Körper oder für beides? Als ich meine Familie begrub, habe ich auch alles begraben, was ich war. Genau das ist für viele von uns das Vermächtnis des Krieges. Mir fehlt die Kraft, um noch mehr darüber zu sagen. Ich kann nicht mit ansehen, wenn andere leiden. Zu viele Sterbliche sind den Tuatha zum Opfer gefallen und ich konnte es nicht mehr ertragen. Also verließ ich meine Heimat in Rathir und reiste nach Westen. Es gibt etliche Dörfer der Almain, die genau wie dieses sind. Sie sehnen sich nach Frieden und schreien vor Schmerz. Welchen Sinn haben meine Gaben, wenn ich nicht wieder heilen kann, was verletzt wurde? Es ist mein Zuhause, seit mir die Tuatha meinen Liebsten genommen haben. Nach einem derartigen Verlust sehnt man sich nach Frieden. Aber es scheint, als wäre mir der Krieg hierher gefolgt. Die Wälder dieser Region zählen zu den dichtesten in ganz Amalur. Sie erstrecken sich von Alistar bis nach Ysa. Jene von uns, die im Schatten seiner Baumkronen leben, nennen Dalentar die Feienlande. Denn hier befindet sich der Sitz der Macht des schönen Volkes. Ich verlange nur eine geringe Bezahlung. Gerade genug, dass ich etwas zu essen und mein eigenes Bett habe. Gebt auf euch Acht.
Hey. Oh, hallo. Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. Sankt Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Vater Dünvel leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Ich weiß, dass der Beweis, ein altes Buch der Weihe, in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitarus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitaru euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. Die Brüder der Mission Sankt Odwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Seine Neugier hat ihn überwältigt und wir hätten ihn beinahe verloren. Er ist eine gute Seele, aber jung und töricht. Er wird es mit der Zeit schon lernen. Mitaru hat uns aus einem bestimmten Grund auf diesen Hügel geführt. Und zwar, um den langen Kreislauf zu beenden, den die Feien im Chaos verbracht haben. Diese armen Kreaturen sehnen sich nach Ordnung. Seht euch doch nur um. Dieser ganze Wald ist ein Schrein der Natur, die, wie ihr sicherlich wisst, Mitarus größtes Geschenk ist. Die Männer und Frauen von Gorhard sind gute Leute, aber ich halte mich weitestgehend von ihnen fern. Sie haben ihre eigenen Probleme, genau wie Sankt Odwig. Diese Mission wurde gegründet, um allen zu helfen, die nach Mitarus göttlicher Ordnung suchen. Und es gibt noch weitere. Sankt Hatwün liegt östlich von hier und Sankt Eadric findet ihr im Süden. Er ist die Obrigkeit, der große Schöpfer, das Wesen der höheren Ordnung. Sämtliche Allmein glauben an ihn, doch natürlich steht seine Weisheit allen offen, die nach ihr suchen. Ihre Lügen und Anschuldigungen grenzen schon an Ketzerei. Sie sollte ihre Worte lieber sorgfältiger wählen. Sonst erstickt sie noch irgendwann an ihnen. Wiedersehen. Ihr solltet euch ebenfalls der Mission anschließen. Ihr seid genau wie ich, voller Neugier auf die Mysterien der Außenwelt. Wir müssen euch so bald wie möglich von diesem Antrieb befreien. Ich schäme mich, dass ich mich von ihnen benutzen ließ. Wie blind ich doch war, wie gierig. Ich wollte nur das Gefühl haben, die Welt zu verstehen, und das haben sie ausgenutzt. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Die Zwillinge haben meinen Verstand vergiftet und mich glauben lassen, diese Magie gehöre in die Hände von Sterblichen. Allein Mitaru besitzt die Macht zu ändern, was ich bin. Ich bin wie Ton in seinen Händen.
Natürlich hat mir der Name Kasmaran gefallen. Er war so klangvoll. Dann auf bald. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es eine gute Entscheidung war, mich St. Odwig. Abgesehen davon, dass ich beinahe gestorben wäre, ist es hier ziemlich friedlich. Dann lebt wohl. Ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und... Gibt es etwas, das ich... Kann ich... Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen! Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion... Der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde. Und jetzt ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugnar und Itran. Ugnar arbeitet in dem Dorf Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam. Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, meine Liebe. Möge Mitaru euch segnen. Ugnar war immer an der Seite des Roten Todes. Er war seine rechte Hand. Aber unter seiner harten Schale war Ugnar ein guter Mann. Gepeinigt von den Geistern seiner toten Frau und seinen Kindern. Itran hingegen steht nur Edward dem Roten selbst an Blutdurst nach. Er soll früher Justiziar gewesen sein, wurde aber wegen Brutalität im Amt entlassen. Seine Hingabe an den Gott Ynadon ist purer Fanatismus. Ugnar arbeitet für den Gasthof in Gorhard. Itran nennt sich der Schatten und raubt Reisende in Haxi aus. Er ist ein Sakrament der Roten Legion. Wer ein Verbrechen begeht, muss dafür Buße tun. Entweder mit seinem Leben oder mit dem zweier anderer. Ich gebe zu, meine Vergangenheit bestand aus Trunkenheit und fragwürdiger Moral, aus Frauen und Wein. Ich bin nicht stolz darauf, aber ohne meine Fehler hätte ich nicht zu dem werden können, was ich heute bin. Ich habe jahrelang unter dem Roten gekämpft und dennoch weiß ich nichts über ihn. Nur eines. Er tut alles, um zu bekommen, was er will. Die gefährlichsten Männer sind jene, die keine Grenzen kennen. Die Leute hier sind freundlich, aber auch misstrauisch. Sie vermuten, die Mission habe Geheimnisse. Und sie haben recht damit. Sie hat die Leere in mir gefüllt. Ein Verlangen, das ich mit Wein, Frauen und allem möglichen anderen zu stillen hoffte. Diese Mission gibt meinem Leben eine Bedeutung. Mitaru sei mit euch.
Erkundet die Mission und macht euch selbst mit den Brüdern bekannt. Sie werden überglücklich sein, die Heldin kennenzulernen, die uns unseren teuren Egan zurückgebracht hat.